und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brennmeister und meiner netten Kollegin der Melli. Ja, und wir spielen immer noch Until Dawn. Ich mach mal den Anfang. Ja, mach das. Gut, mach ich mal Anfang heute. Und nächstes Mal darfst du wieder. Mhm. Achso. Ash! Wo waren wir eigentlich? Wir suchen Ash. Das hast du gut abgelesen. Da ist was. Ach, der Clown hat uns hier gelassen, genau. Der Clown. Der Clown. Achso, hier. Ein Säckchen. Nicht gut. Nicht gut, oh nein. Oh oh. Blut. Okay. Ja. Okay. Ja, hoffentlich wird es jetzt mal so ein bisschen besser. Gruselig. Das fehlt mir ehrlich gesagt noch. Ja, bisher ist das nicht so. Außer die Gesichter? Ja, die Mimik. Nimm mal ein Messer aus der Küche mit, Junge. Sei mal intelligent. Und wie die sich untereinander benehmen. Was? Das ist so nett. Also da geht's nicht weiter. Gut, wir konnten doch irgendwie hier, ja, wir konnten hier den super Schnelligkeitsknopf hier einlegen. Du kannst, glaube ich, auf irgendeiner Taste noch auch gucken, was wir machen sollten. Aber ich nehme mal an, wir sollen Ash suchen. Ich glaube auch. Ich glaube, wir suchen einfach Ash, der mit dem komischen Clown sich vergnügt. Ein bisschen schnell die Lautstärke ein wenig hoch. Das sieht ihr zum Glück nicht. Aber wir hören dann was. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr hört nichts durchs neue Mikro. Ich hoffe, es nimmt überhaupt richtig auf. Ja, das sieht gut aus. Ja, mal schauen. Wir werden sehen. Ja, irgendwie geht's hier nicht weiter. Ich laufe im Kreis. Da? Kim. Tür? Ja, Tür. Was zum Teufel? Okay, ein bisschen bin ich erschrocken. Da ist Blut an der Wand. Oh, shit, nein. Könnte auch sein Orgasmus gewesen sein. Ja, die Reaktionen sind tatsächlich ein bisschen komisch. Oh, die Musik wird aufregend. Oh oh. Ash! Okay, so ein bisschen Spannung baut es schon auf jetzt. Zurück. Ums Eck. Ums Eck, da steht Wurst. Ja, das kann man nicht wegrücken. Na, da geht's nicht lang. Er hat auch wieder den schnellsten Gang aller Zeiten. Lau! Hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Mm-mm. Auch nicht. Meine Fresse. Hier wird definitiv die Richtung vorgegeben. Ein bisschen schlauchig. Ganz klein wenig. Ist da Blut am Boden? Ne, ich glaube, das ist. Das soll Fußspuren sein. Ah. Von. Ashley. Ashley! Genau. Sag's nochmal. Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da? So ist das. Wahrscheinlich sollst du nach links gehen, oder? Weiß ich nicht. Geh geradeaus. Geh mal geradeaus. Die Kamera möchte das nicht. Doch. Siehst du? Aber vielleicht solltest du eher dem Blut folgen. Ach, Blut. Überbewertet. Ja, wer braucht schon Blut heutzutage? Ash! Ash! Ach, da ist es ja wieder. Ja, das ist sporadisches Ash. Blut. Da. Ach so, das sah gerade aus wie so ein paar Beine, was da rumhängt. Nee, das ist. Das ist irgendwas anderes, ja. Ja, man kann es aber auch nicht wirklich anstrahlen. Nee. Oh oh, es frischt auf. Ja. Nee, das ist. Da hängt nochmal sowas drauf. Ashley! So Wimpel. Wimpel? Wimpel. Verwimpelt sich doch. Ash! Oh oh. Da soll man jetzt rein. Hm. Ja, da hängt was. Immer noch. Ah, da hört man was. Hey. Gott verdammt! Ist aber nicht schön da. Graham! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist du okay? Oh. Oh, schön. Chris, bist du da?
Hallo. Das ist aber nicht nett. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hallo, dir! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Schöne Sache. Nein, bitte! Das kann nicht wahr sein! Scheiße, scheiße, nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay, alles ist bald okay. Alter, Kumpel! Oh mein Gott! Denk lieber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Versuch halt reinzukommen. Oh, wir müssen uns entscheiden. Nee? Ja, er wird doch eher erst schnell werfen, oder? Rettet er halt die Frau. Du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Es wäre noch für den Versuch, wenigstens beide zu retten, dann gehen sie beide drauf, aber naja. Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ja, ich weiß nicht. Was soll ich denn tun? Bro! Wir haben so viel durchgemacht, komm schon! Ich will nicht so abtreten! Chris, bitte! Soll ich jetzt nicht rechnen? Aber du hast es doch schon entschieden, oder? Ja, aber ich muss ja nicht den Hebel richtig umlegen. Aber es wird wieder also? Besser, Mann, ich schwör's! Wenn du den jetzt nach rechts umlegst, was passiert dann? Nein, Chris! Oh nein, nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Warum tust du das? Nein! Oh, Fulan, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Nicht hinsehen, oh, bitte nicht. Chris, bitte sag mir, es geht dir gut. Ja, genau. Ich komme, Ash, ich hol dich da runter. Die olle Holzstür, der nicht versuchen kann, einzutreten, oder was? Komm, los, hol dich da runter. Ich hätte sie jetzt halt lassen können. Ja. Wir müssen weg, okay? Ich meine, hier wird nach links bewegen. Ein Stahlverkehr wird zumindest noch hilfreicher als Chris. Sie. Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot! Direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Ist sie gut jetzt? Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Mit Matt. Okay. Das ist ganz wichtig. Hä? Wo wollen die denn da jetzt mitten in den Bergen? Ja, die wollen halt mit der Seilbahn wieder zurückfahren. Und abhauen? Ja. Aber warum hauen sie denn jetzt alle ab? Weil das keinen Sinn ergibt. Mhm. Ach, er schon wieder. Mhm. Oh, mit der Liebe. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Läuft alles gut? Nein! Tut sie nicht. Ja, läuft alles perfekt.
Glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Natürlich. Was wollen sie? Wer sind sie? Ja, wer sind sie? Das ja, ist eine gute... Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Wenn wir Fragen beantworten. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ich hab Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nein. Sie sind nicht real, sie sind real. Manchmal? Also er ist immer noch der mit den besten Emotionen in diesem Spiel. Also ist er real. Er muss real sein. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Ja, was ist denn jetzt? Was bisher geschah. Yay! Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Stimmt, den gibt's ja auch noch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Genau, das Hotelsanatorium. Furcht. Ja. 6 Stunden bis zum Morgen. Ach. Locker. Locker. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. So eine unauffällige Laterne. Ja. Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. So, ich sollte mich gleich bereit haben. Oh ja, zum Absteigen. Ja, zum Absteigen. Und was auch immer wir absteigen. Wahrscheinlich springt er einfach und verstaubt sich im Knöchel oder so. Ja, aber nicht verstaubt. So, gruseliges Sanatorium. Schauen wir uns mal ein wenig um. Mit Wolfsgeheul im Hintergrund. Yay, ich bin ein kleiner Wolf. Naja, so klein waren die jetzt nicht, aber. Da ist nix. Okay. Ist doch die Richtung relativ genau immer vorgegeben. Ja, aber sonst fehlt mir ja die Totems nicht. Ja. Dann weiß man nicht, was man zu tun hat, oder? Nee. Da ist nix. Weil wir bisher so viel gerissen haben. Ich enthalte mich. Aber ich frage mich ja, ob je nach Spielverlauf es sich einfach verändert, wer da sitzt vor diesem Dr. Hill. Dadurch, dass du ja nicht siehst, wer das ist. Könnte natürlich so sein. Könnte das ja am Ende jeder sein. Das könnte natürlich auch der Mörder einfach sein. Vielleicht. Oder der Besitzer dieses super tollen Etablissements. Ist das Sanatoriums? Jo. Hotel-Sanatorium, bitte. Ah. Ja, siehst du, hab ich was gefunden. Heißes. Ein
Totem. Das sollte man sich vielleicht nochmal angucken, oder? Oder hast du das jetzt aufnehmen können? Nicht, dass das irgendwie was ist, was man dann machen muss mit Glück. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, ein paar Hunde und eine Tür. Mhm. Geh also nicht durch die Tür. Mhm. Oh, das war die falsche Taste. Ich hab dir einen Schritt beschleunigen. Seinen Schritt? Ja. Damit wir vor uns hinschreiten, quasi. Was macht man in so einer Situation? Man geht ins gruselige Sanatorium. Aber da ist doch was. Super. So sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen. Was baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 1954. Schön. Schon ein bisschen länger zu. Hat sich wohl nicht rentiert, das Hotel-Sanatorium. Ich glaube, da sind keine guten Dinge passiert, dass man da nicht mehr rein darf. Ah, ja, dann geh mal durch die Hundeklappe. Was soll man das machen? Fuß nicht. Ja. Oh nein. Was ist das denn? Verdammt. Das ist ja total gut gesichert alles. Nirgendwo, warum sollte man den Scheiß sichern? Weil wahrscheinlich Leute raus können, die nicht raus sollten. Das Ding ist ja 1954 leer. Wie alt ist der Kerl? Ja, aber weißt du, was da für komische Experimente gemacht wurden? Irgendwie läuft der gerade ein bisschen. Ja, das liegt immer an der komischen. Okay, was? Warum? Aber warum? Wir wahrscheinlich im Geruch, oder? Ja, aber es hat irgendwie. Siehst du schon? Ja, der will da hoch. Aber ich will erst das da hinten sehen. Da leuchtet noch was. Noch ein Toter. Oh. Was haben wir jetzt? Das ist aber nicht so schön. Ein Verlust-Totem. Oh, wer war das denn? Nicht schön zugerichtet, auf jeden Fall. Ja, dass man nicht selber war. Meinst du? Ja. Aber Verlust? Verliert er sich selbst? Ja. Ich hab gedacht, du musst irgendwas drücken. Ich hatte mich auch schon darauf vorbereitet, irgendein sinnloses Kommando auszuführen. Da hat sie den Kopf an. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Da vorne ist was. Ich sehe es. Jetzt. Jetzt. Ja, was war das denn? Achso. Und da geht's rauf. Achso. Wow. Schon besser. Naja. Ich glaube nicht, dass das besser ist. Jo. So eine Scheiße. Magischer Kerl. Was genau will er jetzt mit ihm machen? Er will sich doch für den Tod von Dings erbunden. Ja, aber der hat aber auch keine Waffe mehr, oder? Ist doch egal, er ist ja ein durchtrainierter junger Kerl. Ja, deswegen gehe ich jetzt in einen Raum mit den zwei Wölfen. Oder auch nicht. Security Pass. Ich hab da aber noch was gesehen. Hinten war noch was. Hat noch was geleuchtet. Vielleicht der Security Pass. Admin. Ja.
Zack. Geht sogar auch. Aber ja, das geht ja wieder raus. Ja, da lag auch was. Ich habe gerade was gesehen, oder? Okay. Kamera drehen? Nee, will nicht. Na, schauen wir nochmal kurz rein, damit sich die Kamera ändert. Ja, aber ich glaube, die bleibt so. Das ist, glaube ich, nur ein Leuchtstab. Ja. Irgendwas Leuchtiges. Oder die Kamera dreht sich erst, wenn du da auch hin sollst. Ja, aber. Wenn ich da hin kann, dann gehe ich doch dahin. Ja. Muss ich nicht immer alles so machen, wie ich das Spiel will. Warum ist es denn jetzt eigentlich dunkel? Das ist recht. Es ist schon die ganze Zeit dunkel. Ja, aber jetzt ist es hier draußen dunkler als davor. Aber du bist ja jetzt auch auf der anderen Seite vom Haus. Die Vorderseite war doch beleuchtet. Oder die Rückseite. Das ist doch dasselbe. Das ist doch der komische Brunnen hier und da ist doch das Tor, wo wir eben das Totem gefunden haben. Ja. Nee, da vorne ist doch das Totem, was wir gesehen haben. Ja, ich zeig's dir. Wir sind wieder auf derselben Seite. Wir können auch wieder wahrscheinlich durch diese komische Hundetür gehen. Da, siehst du. Hier. Da können wir uns nochmal das Totem angucken. Weil das ist ja jetzt ein anderes. Nein. Nicht? Warum nicht? Hey, Ries. Siehst du, er wird's auch nicht anschauen. Doch, er will's angucken. Nee. Zum dritten Mal. Ja. Ja, siehst du wieder nicht. Jetzt geh wieder da rein, Zifix. Geh in die Administration. Ich will nicht in die Administration. Ja, du sollst jetzt einen blöden Security Pass finden. Hey. Multipass. Multipass. Vorher war sie trotzdem heller. Ja, ja. Ja, 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 leck mich am Arsch. Wie hast du mich mit deiner Müdigkeit angesteckt? Ich kann hier nichts dafür. Du weniger trinken, dann wirst du auch weniger müde. Darauf erstmal. Ein Schlückchen. Da, Admin. Ja, ich gehe ja schon in den Admin. Was steht da rechts? Ein Sanatorium. Sieh mal an. Sieh mal an. Sieh mal an. Das Blackwood Pine Sanatorium öffnet 1922. Mens Sana in Corpore. Was? Ich kenne kein Latein. Ein gesunder Geist, einen gesunden Körper. Ja. Meinst du? Ja. Das klingt aber nicht sehr gesund. Also, ich finde das nicht sehr gesund. Nee, da klingst du nicht gesund. Na, das ist irgendwas im Regal? Nee. Langweilig. Da hinten was. Stimmt. Ja. Ein Safe! Oh Gott, muss er da jetzt wieder. Da muss aber jemand unbedingt reinschauen. Oh, oh. Mal. Das ist ja ein toller Safe. Best Safe ever. Ja. Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. Hä? Wieso ist das krass? 30 Stechuhrkarten. Genau 30. Hat auch, nicht, nachgezählt, oder? Nee. Das hat er schnell gemacht. Kann man den Hinweis nochmal anschauen? Ja. Da steht da irgendwie. Ja, yeah, Hinweis. Da. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Na, siehste. Gut, dass man da mal reingeschaut hat. Nein. Das ist nämlich krass. So. Das hat er gerade Sherlock Holmes-mäßig zusammen kombiniert. Ja, ich traue ihm das aber ehrlich gesagt nicht zu. Oder glitscht irgendwas? Erstmal glitschen wir nach da hinten. Dann glitschen wir. Da war was. Hab ich gesehen. Guck, eine Kamera. Oh, oh, Kameras sind gruselig in solchen Spielen. Nein. Kaputte Kamera. Sogar eine kaputte Kamera. Da siehst du. Guck die doch mal an. Ja, mach doch. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das niemand mit Absicht gemacht. Wahnsinn. Aber interessant, dass die Kamera jetzt vor den Stechuhrkarten ist. Ja, weil ich hier die geheimen Hinweise finde. Aber man geht doch davon aus, dass man sich durch die Räume von hinten oder von... Ja, naja. Von hinten durch die Räume. Da, wo man reinkommt, geht man zuerst hin. Von hinten quasi. Von hinten. Von hinten nach vorne. Da, wo man reinkommt, geht man's. Ja. Ja.
oder von vorne nach hinten. Man weiß ja nicht, was du bisher aber für man, Erfahrung gemacht aber hast. Aber man geht ja nicht erst in den zweiten Raum und dann wieder in den ersten. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Doch, er muss doch später wieder zurück, weil wir doch den Security-Pass, Multipass-Ding finden, wenn wir zurück. Also das du willst. The Alberta Post vom 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest Mine im Dezember zusammengebrochen waren und wurden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, dass der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Aha. Gut. Also haben wir sogar schon die Kamera gefunden. Mhm. Alles richtig. Wäre natürlich irgendwie interessant zu gucken, ob da ein Film drin ist oder so. Aber es bringt ihm ja auch nichts. Wo soll er die denn entwickeln? Das ist keine Digitalkamera. Guck, jetzt muss ich hier nämlich wieder raus und dann hätte ich wahrscheinlich... Man kann den gegen das Licht halten und angucken. Ja, aber nicht, wenn der schon noch nicht bearbeitet ist, weil dann sind doch alle Bilder weg. Hm. Dann wird er ja überbelichtet. Mensch, oh, Tür. Tür. 2 Türen an, die eine kommen nie rein. Erst. Ich will da rein. Erst rechts. Ich will aber da rein. Erst rechts. Ja, ja. Was gibt's da? Soll ich wieder lesen? Ja. 6.1.52, Nummer 42, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelter Arzt, Dr. N.H.F. Bowen. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen... Nicht trinken! Ja, ich habe gerade jetzt noch Zeit, aber ich muss ja nicht so schnell gehen. Hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnete Dr. Sorensen Bowen. Sehr schön. Mhm. Das ist aber viel zu lesen für ein Horrorspiel. Naja, also. Da gibt's ja auch noch andere. Da ist nichts mehr. Bei Outlast war auch ganz schön viel zu lesen. Ja. Oder was musst du dann da? Bisschen spannend. Ja gut, aber das war jetzt ja eigentlich auch ganz interessant mit den Minenarbeitern. Wo kommt diese mysteriöse Notration in der Mine her? Ja, von einem Minenarbeiter, der sich gedacht hat, ich könnte eine Notration gebrauchen. Ja, aber vor allem der in der Mine lebt und ganz gruselig ist. Maulwurfsmensch. Krebsmenschen. Nein, Mole People, wenn dann. Okay, da kann ich jetzt rein, aber bei der anderen Tür nicht. Hat er sich erstmal übers Haar gestreift. Schon wieder das komische Ding. Messer hat er irgendwas. Oh Scheiße. Krass. Ja, fass es an. Komm, fass das Messer an. Ja, willst du aufziehen? Guck. Damit er was hat. Achso. Machete. So. Gut. Was wir in der Machete machen, sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play mit dem Brennmeister und der Melli. Weil hier machen wir mal einen kurzen Schnitt und bis dann. Tschüss. Dann. Tschüss.